Es ist natürlich so, dass Patienten sehr beunruhigt sind bei der Durchführung der Allergenimmuntherapie und haben Bedenken, dass sie ja eventuell unter dieser Therapie oder überhaupt als Allergiker eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit Covid zu infizieren oder einen schweren Verlauf zu haben. Dem ist nicht so. Die bisherigen Daten, die wir weltweit in der klinischen Routine erhoben haben, sprechen nicht dafür. Da kann ich Patienten also beruhigen. Auch immunologisch sind es völlig unterschiedliche Wege. Die Toleranzinduktion, wie wir Ärzte es nennen, das heißt, das Immunsystem umzuerziehen und das, was läuft unter einer Covid-19-Infektion, sind also immunologisch völlig unterschiedliche Mechanismen, die nicht miteinander zu tun haben. Von daher kann die und sollte die Immuntherapie wie auch überhaupt die antiallergische Behandlung unserer Patienten keineswegs unterbrochen werden. Im Gegenteil, wenn wir die Patienten mit Pharmakotherapie, zum Beispiel Asthmasprays, nicht mehr adäquat behandeln und sie haben dadurch eine Eskalation ihrer Erkrankung, das heißt, das Asthma wird vom kontrollierten zum unkontrollierten Asthma, dann ist natürlich die Prognose, sollte sich dann doch mit Covid infizieren und so weiter, deutlich schlechter. Umso wichtiger ist, dass der allergologisch tätige und versierte Arzt und Ärztin aufgesucht wird, um hier eine optimale Behandlung zu gewährleisten. Und dazu gehört auch die Allergenimmuntherapie.